Die letzte Aufgabe in Kapitel 3 ist die Umlagesätze für die Knappschaft ergänzen. Und dazu gehen wir wieder auf Verwaltung, Krankenkassen. Jetzt müssen wir aufpassen, es gibt hier verschiedene Knappschaften. Wir nehmen diese Knappschaft BS und gehen hinten auf Bearbeiten. Übersicht steht die Knappschaft mit Kürzel. Das haben wir hier nochmal. Wir könnten das Kürzel nochmal ändern, also den Kurznamen. Beiträge sind nicht hinterlegt. Die brauchen wir in dieser Knappschaft nicht. Was wir aber brauchen, sind die Umlagesätze U1 und U2. Erster 2011. Und wundern Sie sich nicht, dass der automatisch 1.10.2011 macht. Das hat damit zu tun, weil wir uns im Moment im Oktober 2011, wie Sie hier sehen, befinden. Erstattung sollte 80% sein und der Beitrag ist dann 0,6%. Hier gibt es nur eine Erstattung. Wir machen jetzt noch eine für den 1.1.2012. Auch wieder 80% und der Beitrag ist hier 0,7%. Jetzt haben wir für Oktober 2011 und für Januar 2012 die Beiträge hinterlegt. So, die haben wir hier auch und hier müssen wir jetzt nur noch die 100% Beiträge für 2011 hinterlegen. Die sind 014, genauso wie in 2012 auch 014. Wir gehen einmal hier auf Weiter und wir sagen wieder Überweisung und erstatten 80%. Speichern wieder die Knappschaft ab. Und jetzt haben wir die Umlagesätze neu hinterlegt.